Ben, ich bin jetzt mit meinem Bello unterwegs und ja, ich fahre jetzt gerade kein Akku, sondern einfach so. Ich habe mir Gurkensaft gemacht und will nach Deutschland Pakete bringen. 8 Kilometer habe ich geschafft und ich bin bei 98% und 158,6. Also 8 Kilometer bin ich jetzt einfach so gefahren mit dem Bello ohne Akku. Und wenn es steil nach oben geht, nehme ich den Akku und mal gucken, ob ich das schaffe. Ist jetzt eine raus aus meiner Komfortzone. Ich bin von Oberdorf noch nicht nach Rheinfällen gefahren, von Lausen schon mit dem Velo. Und ja, ich freue mich auf den Tag. Genieße jetzt meinen Gurkensaft. Eine kleine Pause. So, es ist jetzt 17 Uhr. Ich habe jetzt noch eingekauft ein bisschen. Und bin jetzt voll gepackt und werde auf jeden Fall am Teich dann eine Pause machen. Ja. Und fahre jetzt aber mit dritten Gang, also mit Power. Mit Power geht's jetzt zurück, weil ich spüre schon meinen Körper, meine Beine und so. Aber es ist gut. Es ist gut, seinen Körper wieder spüren zu können. Bis später, ihr Lieben. Seht ihr sie? Ganz viele sind hier. Hier habe ich früher immer angehalten, wo ich nach Rheinfällen gefahren bin und habe Pause gemacht. Schwimmen und Fischen nicht erlaubt. Vollgepackt bis oben hin. Ja, so herzig. Und hier waren früher auch ganz viele Frösche immer. So schön. Wow. Sie sind so herzig. Hier auf der Bank und jetzt ist mir gerade eine Ratte hier lang gehüpft von da hier rüber und hier wieder ins Gebüsch reingehüpft. Ich sag's euch. Und vorhin war hier noch eine Taube. Die ist hier einfach balanciert. Ja. Und da drüben ist ein Fischreiher. Vielleicht kann ich irgendwann mal einen aufnehmen, aber ihr kennt den bestimmt. Ein recht großer Vogel. Ach ja, und dann war da noch was mit dem Storch. Der Storch, den habe ich so im Flug gesehen beim Velofahren. Und dann ist er neben einem Traktor oder so am Bauern, hat er sich hingestellt. Und der Traktor wollte gerade Use und der Storch ist immer so ein Stück gelaufen, und wie ist nicht weggegangen halt. Es war sehr, also heute schon echt 3 zauberhafte oder 4 zauberhafte Tierbegegnungen. Mal schauen, was noch so kommt jetzt bei der Rückfahrt. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt für mich weiter. Das war gerade ein Bild hier auf dieser Wiese. Da vorne ist der Storch, da sind ganz viele Krähen und da hinten ist ein Fischreiher. Und wo ich ankam, dachte ich so, perfekt, jetzt kriege ich beide mit einmal drauf. Aber nein. Leider wollte der Fischreiher nicht so, war ihm nichts, dass ich kam. Genau. Und jetzt probiere ich den Storch nochmal näher aufzunehmen. Und genieße noch die Abendsonne hier. Mit dem Nachhauseweg. Uhuhu.
habe ich ihn endlich. Der Fisch.